Hallöchen und herzlich willkommen zu diesem weiteren Video hier auf meinem Channel. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, und heute eigentlich mehr zum Anlass eines 10 Jahre. Deswegen spielen wir auch eher immer heute ein etwas älteres Spiel. Das spielen wir auch nur, ja, für diese Special heute. Und ja, YouTube ist 10 Jahre alt geworden. Das ist einfach mal richtig, richtig cool. Hält gar nicht in der Kanzel schon nice. Ich denke mal nicht, dass die Entwickler sich damals schon gedacht hätten, dass YouTube überhaupt mal so alt wird. Und jetzt ist tatsächlich soweit 10 Jahre. Vor 10 Jahren kam das erste Video online, war ein Elefanten-Video. Auf jeden Fall richtig, richtig cool. Hätte ich auch gar nicht gedacht. Ich habe das halt auch erst später erfahren, deswegen kommt das Video auch so spät raus. Wahrscheinlich seht ihr es erst am nächsten Tag. Aber dann könnt ihr davon ausgehen, dass gestern YouTube 10 Jahre alt geworden ist bei euch. Ja, richtig, richtig cool, wie gesagt. Und ja, dafür könnt ihr mal einen fetten Like unten da lassen. Ich glaube sogar fast, nee, bin ich gar nicht sicher. Vor 2 Tagen ist sogar ein großer Minecraft-Server so komplett gegangen. Muss man ja auch mal so in Erwähnung ziehen. Ist es auch wieder erst heute aufgefallen. Immer so Verbindung und gab, wie gesagt, Punkte zu spielen, weil ein etwas älteres Spiel. Habe ich gedacht, lohnt sich vielleicht, ist etwas cooler, um das Ganze so zu zeigen. Und das ganze Spiel nennt sich Kuzok Spectre für den einen oder anderen, der sich daran laben möchte. Und wir spielen, bauen jetzt einfach mal gerade ein bisschen Zeug so rum. Wie mal können wir gar nicht machen. Ist ein richtig cooles Spiel, könnt ihr mal auf Steam gucken, ist auch gar nicht so teuer. Kann man sich also locker leisten. Und ja. 10 Jahre YouTube, viel mehr kann man da auch gar nicht erwähnen. Und ja, wie gesagt, vor 10 Jahren erstes YouTube-Video durch Leuten, durch den einen der Entwickler, der ein Video von sich bei einem Elefanten gemacht hat und diesen dann beschrieben hat. Auf Englisch. Und ja, wie gesagt, das ist 10 Jahre her, deswegen ein Retro-Spiel, viel mehr kann man wirklich hier nicht erwähnen. Ich glaube, das ist schon zum dritten Mal oder so. War auf jeden Fall ein 10 Jahre YouTube-Video. Man möchte das denn nicht. Und ja, wir spielen ja einfach mal ein bisschen. Ich denke auch nicht, dass wir das komplett durchspielen werden, weil so ein, ist halt ein Strategiespiel, das geht etwas länger. Also ich jetzt auf jeden Fall richtig cool, dass man hier die Grafik hier machen, wenn man mal ranzoomen kann, ich bin mir gar nicht sicher. Wie gesagt, Ewigkeit schon mehr gespielt, das Spiel habe ich gefunden und habe gedacht, ja, als CD funktioniert es gar nicht mehr so alt, das Spiel schon. Das geht nämlich noch weiter. Deswegen habe ich mir einfach auf Steam geholt. Also einfach, das ist richtig, richtig cool gemacht, meiner Meinung nach. Hat so ein, keine Ahnung, die Textur ist richtig cool, ich mag das Spiel doch total. Können wir hier zum Beispiel Schiffe erstellen. Ja, was machen wir denn mal? So ein Schiffchen hier. Zack, geht auch ziemlich schnell. Kleines Schiff hier zu essen. Oder kleiner Schiffchen. Gut, dann hier noch ein paar von denen. Ihr seht, jetzt kann man die dann so schön bauen lassen. Dann werden die alle gebaut und dann kann man die benutzen. Und so ein kleines Schiff. Und man kann natürlich auch richtig, richtig große Schiffe machen lassen. Also richtig, richtig cool. Ja, und spielen einfach mal. Und wie gesagt, ich bin heute Morgen aufgewacht. Ich hätte gar nicht echt gedacht, dass heute schon 10 Jahre rum sind. Das ist einfach unglaublich, was so in dieser Zeit alles geschehen ist auch noch. Hätte ich gar nicht gedacht. Und wie viele Videos, wie viele aktive YouTuber heute dabei sind, mehr oder weniger vielleicht auch viel Trash dabei. Aber ich denke, viel davon ist auch informativ und interessant. Viele machen interessante Videos. Damals war das ja noch so, dass man gar nicht so viel Schnitt- und Videobearbeitungsmöglichkeiten so an sich hatte. Heutzutage ist es ja etwas anders da. Und da hat man ja fast gleich wie so ein Filmstudio im Prinzip. Man hat ja wie so ein kleines Fernsehen im Prinzip. Auch und jo. Jetzt hier mal verteidigt so ein wenig. Dann bauen wir uns hier so einen Verteidigungsturm. Wir machen mal hier ein paar von den netten Leuten. Ja. So, dann haben wir ein paar Leuchten geholt hier. Wir haben auch schon ein paar Wachen hier. Man sieht, man hat so ein paar Vorhaben. Also manchmal hat man auch wirklich nur diese Leuchten hier. Das hier ist so ein bisschen vorab gebaut immer schon. Das ist halt die Kampagne dann. Ne, Einzelspielmission. Kampagne steht da wirklich nichts. Auf jeden Fall richtig cool. Hier oben hat man dann so seine Sachen, die man so an Essen, Nahrung und so hat. Das Spiel ist mehr oder weniger gar nicht bekannt. Das ist schon Ewigkeiten echt her und ja, wir spielen das einfach mal, wie gesagt. Richtig, richtig cool. Hier, Leute, haha. Bauen so eine kleine Festung hier auf. Die bauen jetzt gerade hier so einen kleinen Geschützturm, der schießt dann auch. So. Ach, ist noch gar nicht fertiggestellt. Da können die Kollegen dran arbeiten. So ein bisschen wie Siedler halt im freien Modus, so ein bisschen. Ja, feiere ich eigentlich nicht das Spiel. Jetzt kriegen wir mal gleich wieder auf alles voll. Die beiden können einfach mal dann. Bauen wir mal Häuser. Häuser kann man immer bauen. Du kannst auch noch mithelfen. So. Ja, Himmel, vielleicht mal lebt. Ah, wir werden wohl angegriffen. Nicht, dass wir gleich größer kommen. Na, du wirst auch helfen. Greif ihn an. Auch geregelt. Was für Musik hier mit der Kopf läuft. Attacke! Ja, ich hab viel Leben haben. Ja, auch versorgt. Haben wir noch einen Geschützturm, den können wir auch noch
Hier einen hin. Weil überall Geschütztürme. So, ihr könnt jetzt überall so kleine Häuschen bauen, dann haben wir mehr Einwohner. Steigern die Einwohnerzahlen. Dann seht ihr, bauen die richtig schnell hin, weil wir jetzt richtig viele Leute davon haben. So, vielleicht machen wir sogar. Ja, wir schaffen das sogar ziemlich schnell, hier alles zu regeln. Wäre richtig cool. Mal sehen, wie schnell wir das schaffen. Das Spiel. So, dann ziehen wir da ein paar Wände hoch. Und hier ein paar Wände hoch. Das geht eigentlich recht schnell. Ihr seht, so eine kleine Siedlung. Und umso mehr wir davon haben, desto schneller geht das Ganze. So, jetzt haben wir nicht genug. Was? Wir haben nicht genug Rohstückchen. Wir brauchen mehr Rohstückchen. Ihr beiden könnt doch da eine Mine bauen. Die bauen wir am besten dort drauf, weil da auch ein Minenschacht ist. Verdammt, am Bass. So, die haben wir recht schnell errichtet. Ihr seht hier, die bauen die recht schnell. Man kann ihnen auch mehr Geschwindigkeit geben, dann laufen die etwas schneller. Brauchen wir jetzt in dem Fall nicht. Nur die gehen jetzt da in die Mine rein. Da haben wir ein paar wenige, aber wir können immer noch bauen und bauen uns mal eine Schmiede hier so hin. Vielleicht haben wir ja noch keine. Doch, da ist doch eine Schmiede. Wir haben doch schon alles. Interessant. Eine Kirche. Haben wir noch nicht. Kirche ist immer wichtig. Priester. So, das haben wir auch schon gebaut. Was haben wir noch? Hier können wir auch so einen Teil machen. Den Rest lassen wir dann arbeiten. Lassen wir einen Stein holen, glaube ich. Oder sollen die hier hinten darauf achten, die holen das. Dann bauen die das hier. So. Der Rest, der hier jetzt noch steht, den schicken wir auch dahin. So, der kommt nicht rechtzeitig. Auch dahin. So, der bauen dann auch noch ab. So, die Kirche ist dann auch fertig. Wir sind noch, ihr seht, ich bin vielleicht etwas schnell. Für den einen oder anderen. 17 Spieler. Eine Mühle. Haben wir schon. Noch eine können wir nicht gebrauchen. Was bauen wir denn so? Geschützturm können sie noch bauen, hier hin. Der wird da geschützt. Wir wollen Geschützturm. Das ist so logisch ist. So, dann hier. Dann sieht man da auch meine maximale Begrenzung von 30 FPS, die ich eingestellt habe. Denn ich habe gerade nur 30 FPS, obwohl ich eigentlich... Ah, 18.000 E. Das ist ein E. Hä? Steht da? Puls 18.000. Ach so! Verstehe. Mehr Leute zum Holz hacken. Hackt mit Holz. Schnell. Wenn wir uns gleich das leisten können hier. Noch ein halbhackender Holzhacker. Halt. Wie es halt so üblich ist. Holzhackender Holzhacker. Das ist natürlich ganz logisch. Das sind die Holzhackenden Holzhacker. Wir haben jetzt auch schon ziemlich spät. Und so lange Folge wollte ich es eigentlich gar nicht machen. Die machen wir jetzt trotzdem anscheinend. Sieht so aus, als hätten wir die. 18.000 E. Ah ne, 180.000. Ups. Ja, da fehlt ein bisschen was. Brauchen wir ein paar mehr Leutchen. Wollt ihr die Leutchen sein, die hier dran noch an dem Projekt Hashtag wir brauchen Holz sozusagen beteiligt sind? Haha. Mehr Leute, Hashtag Holz. Nein, 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 nicht da bauen. Nein, da bauen. So, da kommen die fleißigen Arbeiter, die mir helfen, über 100.000 zu kommen. Seht ihr, wie fleißig die arbeiten? Seht ihr, wie fleißig die arbeiten? Die können wir direkt hier eigentlich rauskommen. Nein. Was tut ihr denn da? Ihr seht, die sind sehr fleißig. Die wollen halt so ein bisschen üben. Oh, jetzt bringen sie ihr Zeug da ein. Interessant. Okay. Interessant. Haben so Standardbefehle gehen, dass die vielleicht schon so gleich. Ah ne, man kann auch hier auf Zielpunkt setzen. Okay, das ist interessant. Das wusste ich gar nicht. Hier können wir für mehr Nahrung sorgen. Dann haben wir das auch mehr. Und wir machen eigentlich ziemlich Speedrun-mäßig hier alles, finde ich. Ich weiß gar nicht, ob es bei euch, so schnell geht oder ob es nur bei mir so ist. Ich meine, bei euch ist das ja eigentlich ziemlich langsam und wir lässt Playen das einfach mal schnell durch. Das ist eine Mission, die geht eigentlich recht schnell, also. Weiß nicht, der eine oder andere braucht da länger. Ich gehe jetzt hier nach Rush Art sozusagen. Ich rush da jetzt gleich durch. Wir brauchen nur mal genug, um weiter uns fortzubilden. Wäre schon nicht schlecht. Aber wir haben ja anscheinend nicht genug Sachen. Und dann brauchen wir mehr. Dann brauchen wir natürlich mehr Sachen. Ganz klar. Ich muss einfangen. So. Hab ich euch doch wieder. Hahaha.
Ihr entkommt mir nicht. So, dann stellen wir da auch mal so um die 50 her. So, dann machen wir da, klicken wir da ganz oft drauf. Und wie gesagt, das ist nur heute, das ist ein sozusagen das Speciale. Weil wir ja, normalerweise spielen wir ja andere Spiele, das wissen die, wisst ihr natürlich auch, weiß der ein und andere von euch ja auch. Ja, wir spielen ja normalerweise Minecraft und sowas. Heute mal einfach dieses alte Spiel hier. Demnächst kommt auch GTA 5, wie gesagt. Das ist bei mir noch in Bearbeitung, weil ich Probleme habe, weil ich zu wenig Arbeitsspeicher habe. Ja, ich habe nur 4 GB, ich brauche mal 8. Da werde ich mich drum kümmern. Das kann sogar sein, dass es morgen schon ist. Ja. Dann geht es alles etwas schneller. Und wir verdonnern jetzt mal alle, die wir im Umkreis erwischen. 25. Verdonnern wir alle zum Holzhacken. Ja, wir sind sehr böse. Alle zum Holzhacken. In den Wald gehen. Klack, klack, und ihr seht jetzt mal, wie viele das sind, wie richtig viele Ameisen. Und da haben wir auch noch welche. Und die können wir auch noch alle da zum Holzhacken schicken. Jawohl. Eine eigene kleine Armee. Und ihr seht, ich run hier wirklich durch. Ich will das so schnell wie möglich hier hinter mir haben. Also, so schnell wie möglich versuchen, hier alles zu bekommen. Und wir brauchen natürlich auch genug Gold. Das müssen wir auch alles fördern. Und ihr seht, das wächst von Bäumen. Wir kriegen noch was abgenommen davon. Am besten suchen wir uns noch ein paar Minen. Da ist noch eine Goldmine. Vielleicht haben wir noch irgendwo ein paar Dorfbewohner, dann können wir nämlich da so eine Mine hinsetzen. So. So, und die greifen uns hier schon an. Wie sieht es denn bei denen aus? Ja. Mager halt. Wir könnten jetzt auch hinrushen, mal sehen. So, die Schiffe lenken wir mal am Land. Das hier auch mal. Das hier ist schon am Kämpfen. Die sind natürlich schwach, die Schiffe. Ich muss aufpassen, dass sie jetzt nicht schwach sind. Der ist schon ziemlich kaputt, aber den stellen wir auch mal dahin. So. Dann machen wir aber mal Folgendes. Guck mal, vielleicht schaffen es sogar die hier schon. Das wäre eigentlich richtig nice. Wenn die es schon schaffen würden, hätten wir das Spiel gleich geschafft am Anfang. Da brauchen wir auch keine 100.000 Holz mehr. So, dann lassen wir die mal da drauf los. Das ist nämlich eigentlich der Hauptpunkt. Wenn wir das geschafft haben, ist eigentlich schon die Mission. Sollte sie eigentlich schon geschafft sein. Wir hetzen einfach nochmal ein paar Boote mit hinterher. Die lassen wir dann auch dahin. So. Und dann haben wir hier noch die Boote. Den hetzen wir auch mit dahin. So. Sollte das eigentlich Ritz dahin. So. Und irgendwo ein Konflikt? Ne, da ist nichts. Das ist gut, den markieren wir jetzt mal ganz schnell, dann wird der mir als weiß angezeigt. So, dann fangen wir da mal einen Streit an. Kann der nämlich gleich umgehender da durch. Gehen. Und hier einfach an Land gehen. So, wir schaffen das. Jetzt müssen wir noch ein Schiff hinterher schicken, einfach so ein Tarnungsschiff. Machen wir auch einfach mal. Machen wir so ein paar Schiffe dahin. So richtig sinnlos. Hier ist so ein paar von denen. Alle hinschicken. Die rudern da ganz schnell hin dann. Ja, rudern auch dahin. Gut, dann haben wir ein paar Ablenkschiffe. Dann kommen wir auch, der schafft es durch. Wird natürlich knapp werden. Dann kämpfen die Einzelnen. Und nein, keine Bugs. Aber der weicht wenigstens noch aus. Das ist noch schon gut. Das erste Schiff ist verbunden. Jetzt ist natürlich das hier das nächste Spiel, glaube ich. Ne, das erste Schiff an Kampfschiff. Wir haben nur noch wenige Meter. Das ist knapp. Das ist echt knapp. Und wir sind getroffen worden. Das ist knapp. Wir werden von allen Seiten beschossen. Finde ich auch schade, wenn wir alle Leute verlieren. Aber wir haben noch ein paar Meter. Wir haben noch ein paar Meter und fliegen uns die Teile weg. Werden wir es schaffen? Das ist spannend. Das ist spannend. Werden wir es schaffen? Werden wir es schaffen? Werden wir es schaffen? Und wir haben es geschafft. Alle raus! Alle raus aus dem Schiff! Hallo? Hallo? Ihr seid ja so lustig! Kommen wir zurück. Hat ja doch keinen Sinn. Wir können auch wieder zurück in unsere Gewässer fahren. Bevor wir noch Opfer werden. Noch große Opfer werden. War ein Versuch, das durchzurushen. War ein Versuch. Bei dem wird es auch bleiben. So, nee, da müssen wir.
Okay, da schaffen wir es aber eigentlich recht schnell, die Holz zusammenzukriegen. So, da kommt. Werden wir es schaffen, das Holz zu sammeln und uns vergrößern? Warte mal, können wir nicht vorher? Und jetzt fang an! Oha, wie das jetzt hier in die Höhe schießt hier. So, wir greifen einfach mal auch hier mitten rein und bauen hier nochmal so eine Hütte. Zack, 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 die ist ziemlich schnell gemacht. Und holten jetzt die hier ab. So, und jetzt haben wir so ein richtig großes Verkehrssystem. Wir haben jetzt schon 111. Oha, das geht richtig schnell hoch. Da greifen wir. Nein, was habe ich denn hier? Sehe ich doch gar nicht. Dann greifen wir einfach mal so mitten rein. 69. Das ist schon einiges. Und dann bauen wir den hier noch einmal eins. Guck mal, wie viele da einfach rausgeströmt kommen. Das wird ein Spaß. Wir haben auf jeden Fall richtig, richtig viele. 424.000. Best Guide, 100. Wie viel braucht man immer? 120.000 war's? Gucken wir gleich. Erstmal die hier noch zur Arbeit schicken. 180. Na, da schaffen wir. 130.000 haben wir schon. Und ich weiß gar nicht, wie lange wir aufnehmen. Ich muss ganz kurz mal gucken. Das kann sein, dass wir ganz kurz mal den Bildschirm oder so gesehen habt. Ich muss nämlich ganz kurz mit dem Taskmanager wechseln. Es kann sein, dass Pause ist. Oh, wir sind schon bei 16 Minuten. Hätte ich gerade gedacht. Haha, jetzt geht's weiter. Ja. 16 Minuten. Ist ein Special fast, würde ich sogar sagen. Und das versuche ich sobald wie möglich. Kann sein, dass es mir tatsächlich schon erst an dem Tag rauskommt, wo eigentlich schon das seit einem Tag vorbei ist. Und ihr seht, wie schnell hier die Zahl jetzt in die Höhe schießt. 41. 45, ja, da haben sie auch alles auf einmal weggemacht. Bauen wir gleich einen neuen, gleich hier. Und da haben sie ja schon alles abgeholzt. Das gibt's ja nicht. In ein paar wenigen Sekunden. Zack, und dann bauen wir hier noch ab. Jetzt kommen die alle hierher. Ach du Scheiße, wie viele das einfach sind. Und wie schnell die das alles hier weggefarmt haben. Die gehen einfach hin, ist das alles weg? Ist ja mega lol. Wenn ich die so alle auf einem Baum hetzen würde, blub, alles weg hier, alles weg. Die hauen einfach alles mit ein paar Schlägen weg, wahrscheinlich. 170 und wir schießen immer noch in die Höhe. Oh, und hier ist auch nicht mehr viel Holz. Dann weiten wir die Holzarbeiten mal auch nach hier aus. So, dahin. Oh nein, nicht ihr. Ihr bleibt da, die hier meine ich doch. Ihr sollen da hingehen. So, das baut ihr mal schön. Könnt ihr euer neues Lager machen, mein neues Wir bauen hier Lager. So. Wie viel haben wir denn noch hier? 15. Auch alle hier abbauen. So. Gucken wir hier, wie es wieder 50 haben. Ich hätte gerade gedacht, dass wir jetzt hier vielleicht sogar zwei Folgen draus machen müssen. Wie gesagt, ihr könnt unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch eine zweite Folge sehen wollt, tatsächlich von. Weiß ich gar nicht, ob euch das Spiel überhaupt gefällt. Ich hab's einfach mal genommen. Ist schon ein ziemlich altes Spiel, aber ich finde es halt ziemlich, ziemlich gut. Und, ja, ist halt ein Strategiespiel, so ähnlich wie Siedler, nur dass man hier im freien Bild hat. Man kann also bauen, wie man eigentlich möchte. So in dem Sinne gesehen. Und, ja, das finde ich richtig, richtig nice. Gefällt mir in dem Sinne dann auch total, weil ja, ich mag halt sowas mehr, als wie wenn man halt so genau vorgeschrieben hat, wo man was bauen muss, kann, soll. Und ja, könnt ihr auch, wie gesagt, unten in den Kommentaren wissen lassen, wie ihr das Spiel findet, würde ich mich mal interessieren, weil es halt auch schon ziemlich alt ist, ob ihr da so ein anderes Empfinden habt, als ja, ich sozusagen. Ich finde das Spiel auf jeden Fall richtig cool. GTA ist natürlich um einiges cooler, das ist klar. Aber es geht halt immer, nein, aber das wollte ich jetzt nicht machen, weil ich wollte eher so ein altes Spiel mal anspielen, weil, ja, wie gesagt, ist ja schon etwas länger her, dass. Und die bauen hier echt, mal ganz kurz eingewendet, die bauen hier echt alles ab. Gibt's ja nicht. Holen hier das Holz her. Aber egal. Läuft bei denen. Diese beiden Wege können die auch gerade hier noch einen bauen. So, können die gerade wieder arbeiten gehen, oder? Wie die hier alles abholzen, das gibt's ja gar nicht. In wenigen Sekunden tatsächlich. Ganz kurz, wir bauen hier noch das Holz hin. Aus hin. Das haben die wahrscheinlich in einer Sekunde. Oh, speichert. In Sekunde fertig gebaut.
Nein, was tut ihr da? Baut da weiter ab. So. Wir haben punktueller Sammelplatz. Dorthin. So, dann machen wir da auch 50 hin. Und wir produzieren hier gerade Massen an Dorf. Und ich will auch so schnell wie möglich das Ganze beenden. Ich will versuchen, so schnell wie möglich dieses Spiel zu bekommen. Das ist gerade mega spannend, weil, wie gesagt, ich habe noch nie so schnell eigentlich ein Spiel gerusht. So in dem Sinne. Hat er gerade die erste so eine Kurve durch? Ist ja lustig. Warte mal. Tatsächlich. Ich glaube, schaffen wir nicht. Oha, 285. LOL. Ich glaube, wir haben genug. So, du könnt ihr da hinbauen. Klack, 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 klack. Wir haben noch gar keine Soldaten richtig gemacht. Die fehlen ja auch noch. Nam, 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 So, noch ein bisschen Weltverschwörung auffrischen. Nicht wahr? So, man kann in den anderen Schiff bauen. Darf man hier nicht mehr in dem Ganzen hier. Und wie einfach noch so gerade eben so ein Riesenwald, das sind jetzt einfach so richtig schnell wegbauen. Gibt's ja gar nicht. Doch, bei Roller. So. Oh, mitten im Bau. Na gut, sieht gar nicht so schlecht aus. Und die sich alle da drauf stürmen wie so Ameisen. Und dann gehen die da dran und dann ist alles weg. Gibt's ja gar nicht. Zack, 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 zack. Und dann ganze Welt ist schon weg. Und jetzt dann hier oben in die Höhe schießt. Das gibt's ja gar nicht. Die machen 5 Schläge und ist der halbe Wald weg. Pass auf, hier, die ganzen. Wie wir sind denn das? 54, pass auf. Wir holzen auch mal den Wald ab. Hashtag wir folgen. Ungefolgt. So. Jetzt schießt nochmal in die Höhe. Jetzt gibt's nochmal einen Schub. Und ja, da würde ich sagen, war's das für heute. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch mal ein Like nach oben. Da würde mich auf jeden Fall freuen. Herzlichen Glückwunsch YouTube nochmal von meiner Seite aus am Ende gesagt. Und ja, wie gesagt, wollt ihr hiervon noch mehr sehen, dann schreibt es mir unten in die Kommentare. Lasst es mich auf jeden Fall wissen, wenn ihr das Spiel noch eine weitere Folge sehen wolltet. Ja. Würde ich sagen, war's auch für diese Folge. Seht ihr, wir haben richtig viel geschafft eigentlich. Wir haben eigentlich richtig viel gebaut. Wir waren jetzt eigentlich. Es ist eigentlich richtig schnell. Wir haben eigentlich schon den ersten Versuch gestartet, das da zu stürmen. Und ich hätte gehofft, dass wir es sogar vielleicht schaffen. Und wir sind hier richtig, richtig schnell. Ihr seht hier. Einiges gebaut. Uns fehlen so ein paar kleine grundlegende Sachen. Wahrscheinlich ist dann eher der Stein. Ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao!